Let's play Need for Speed Underground 2 mit Brian Bausch. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Need for Speed Underground 2. Wir sind gerade noch dort hier, wo wir noch Feierabend gemacht haben. Und ich sag mal, jetzt geht's ab zum Explore-Modus. So, ich müsste jetzt mal gucken, welche Rennen wir jetzt da gleich fahren werden. Also, was könnten wir denn jetzt da Rennen fahren? Sollen wir Street X machen? Underground Racing League? Oh ne, komm. Wisst ihr was? Wir machen jetzt Underground Racing League. Dann sag ich mal, ab geht's. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das Rennen mal an. So, jetzt müssen wir aber das Rennen gewinnen. Hoffentlich. Wenn wir das auch schaffen, das will ich mir hoffen. So, ich brauche jetzt auch ein bisschen mehr Nitro-Geschwindigkeit. Ah, danke, der hat mich geschoben, das Auto. Der Rennfahrer hat mich geschoben. Dankeschön. Aber die machen wir trotzdem platt. Ah, scheiße. Darf ich nicht so riskant fahren? Muss ich mich gerade auf die Straßen konzentrieren, weil das ein bisschen scheiße ist. Weil sonst rutsche ich aus und dann verliere ich. Weil er darf bloß nicht seinen Geist aufgeben. Ja, der war ja klar. Da müssen wir das gleich mal wieder machen. Kurz tun und die Batterien wird wieder verdammt normal leer. So eine ganz verdammte Scheiße, verdammte hier, die wird schon wieder gleich leer sein. Warum? Weil die Kamera sich wieder bewegt. Ja genau, ramm mich noch von hinten, ey, ramm mich noch hier. Ja, da müssen wir leider gleich wohl einen Part machen, weil es geht ja nicht mehr anders hier.
kann ich ja nichts dafür. Ja, warum? Weil er sich nach oben bewegt. Und hört nicht mehr auf wie früher. So, oh weh, dass der Kamera wieder gleich ohne Speichern ausgeht, dann würde ich das nochmal neu starten. Das ist mir einfach mal klar hier. Das ist mir ein für alle Mal klar hier. Ja, das bringt nichts mehr mit den Batterien. Das wird nichts mehr bringen. Aber gut, wir sind ja auch schon durch. Ja, das Rennen haben wir gewonnen. So. Noch ist schon mal alles okay. Ja, auch das mit den Kameras sieht voll scheiße aus, die mit in Perspektive. Das ist doch voll scheiße. Ist doch voll scheiße hier. Okay. Von Rachel betrefft neue Waren beim Autohändler. Wow, coole Fahrstil, wenn du einen Moment Zeit hast. Düst mal rüber zum Autohändler, der hat wohl einen scharfen Neuzuggang im Angebot. So, dann fahren wir jetzt mal zu Autohändler. Weil bestimmt ist jetzt mal ein Auto erschienen. Bestimmt wurde ein Auto freigeschaltet. Wie komme ich jetzt da am besten entlang? Ne, keine Nitro. Muss gucken, wie ich da hinkomme. Ja, ihr seht ja auch die Karte. Wie ich denn jetzt am besten da lang komme? So, dann müsste ich jetzt anscheinend da links abbiegen. Und wo muss ich jetzt dort? Und dann muss ich jetzt da rechts rum. Alles klar. So, dann muss ich jetzt da rechts rum. Ey, die Straße da, ey, in Jackson Heights, die ist doch nicht freigeschaltet hier. Die wird doch mal freigeschaltet sein. Oh my God.
So. Dann geht's jetzt mal ab zur Autohändler. So. Willkommen im Showroom. Aluminium und Stahl können nicht besser verarbeitet werden. Such dir einen stylischen, fahrbaren Untersatz. Was denn? Da ist doch keine freigeschaltet, ist doch nicht wahr! Ihr wollt mich nur verarschen, da ist kein Auto! Da ist kein Neuwagen da! Ihr wollt mich nur verarschen hier! Was denn das denn für eine Scheiß? Ihr wollt mich nur verarschen! Ich bin nur im Autohändler gefahren und dann habt ihr mich nur verarscht, ne? Gell, ihr wollt mich nur verarschen. Okay. Dann machen wir es an die Stelle im Park. Wir sind schon mal am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann werdet ihr mir bitte ein Like da lassen. Dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder und sagt danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Let's Play, euer Brian Bausch.